Einfach abgegeben. Jeder einzelne von ihnen ein kleines Schicksal. Die Tierheime in unserem Land sind überlastet. Etwa 30 gibt es in Mecklenburg-Vorpommern. Der Grund für die stark problematische Lage: Während der Corona-Pandemie haben sich viele unüberlegt ein Tier zugelegt, ohne an die Konsequenzen zu denken, ohne Vorkenntnisse oder finanzielle Grundlage. Auch im Tierheim Schlage spürt Leiterin Regina Groß die Auswirkungen. Also wir haben sonst im Schnitt noch so 40, 50 Hunde gehabt, ne, und machen wir nur 30. Und im Winter hatten wir eigentlich die doppelte Anzahl. Ne. Dadurch, dass sie nun auf Wohnung kamen, brauchten sie auch Warmplätze. Und unsere Warmhäuser, wir haben auch ein paar Kaltställe und haben ein paar Warmhäuser. Und dieses Warmhaus war natürlich voll. Da saßen zum Teil auch manchmal 2, 3 Hunde, kleinere Hunde zusammen in einem Zwinger, weil wir gar nicht mehr den Platz hatten. Viele Menschen haben ihr neues Tier schlichtweg nicht erzogen, waren überfordert und wollten es später einfach nur noch loswerden. Hunde kommen oft verstört und aggressiv hierher. Um die besonders schwierigen Fälle kümmert sich Hundetrainerin Viktoria Mehlig. Täglich übt sie mit den Vierbeinern richtiges Verhalten. Wir haben hier bei jedem dritten Hund Maulkorb am Gitter hängen. Wir haben Hunde, die gegen Menschen gehen, mehr oder weniger dramatisch. Wir haben viele Hunde, die auf andere Tiere reagieren, mit anderen Tieren nicht kompatibel sind. Und auch da zeigt sich, dass die Leute auch in einem Adoptionsverfahren zu kaum noch was bereit sind. Und ich sag mal, dass ein Hund an der Leine zieht, auf andere Hunde reagiert auf der Straße, das ist mehr oder weniger normal. Das kann einem auch mit seinem Welpen passieren später, ja. Und dafür sind die Leute alle nicht mehr bereit. Oder sie wollen Hunde, die sich mit Kindern verstehen, sie wollen Hunde, die alleine bleiben. Einer der umgänglicheren Hunde ist Max, ein Schafpudel-Mischling. Doch nicht jeder darf ihm nahe kommen. Wir sind gute Freunde, wie man sieht. Das ist ein altdeutscher Hütehund, eine reine Gebrauchshunderasse. Der war im Alter von 6 Monaten schon durch mehrere Hände gegangen. Und der Notruf ereilte uns zu Silvester. Da hatten ihn Leute eine Woche, diesen jungen Hund, der das nicht kannte, in den Zwinger gesperrt draußen auf dem Grundstück. Und der hat nur gebellt, nur geschrien, der kannte das gar nicht. Sie haben gesagt, ja, wir können hier keinen Hund haben, der nur schreit. Seit einer Woche, ein Gebrauchshund. Ja, also das sind so typische Geschichten. Weil Max zum Zuschnappen neigt, macht Viktoria Mehlig mit ihm ganz viel Maulkorbtraining, damit er vermittlungsfähig wird. Denn Max sucht ganz dringend ein neues Zuhause, am besten auf einem Pferdehof. Bevor man sich allerdings ein Tier zulegt, sollte man einiges beachten. Grundvoraussetzung: Tierliebe. Er sollte entsprechend Geld verdienen, sage ich mal so. Die Tierarztkosten sind enorm in die Höhe gegangen. Auch die Futtermittel sind viel teurer. Davon spricht immer gar keiner. Also ich sag mal, die kosten mindestens auch das Doppelte. Viele Hunde reagieren komischerweise auch auf die Futtermittel. Also brauchen eigentlich so spezielles Futter, getreidefreies Futter oder so. Ne? Also ich habe ganz viele Allergiker inzwischen dabei, die auf spezielles Futter brauchen. Und natürlich die Tierarztkosten. Also Geld ist ein großes Problem, sage ich mal so. Wichtig ist auch das Thema Zeit. Wer einen Hund hat, sollte sich ausgiebig um ihn kümmern können. Im Moment sind die Mitarbeiter des Tierheims Schlage dabei, zusätzliche Plätze im Warmen zu schaffen. Sie wollen für diesen Winter vorbereitet sein, wenn immer mehr Hunde, aber auch Katzen abgegeben werden. Große Herausforderung hier: Futtermittel und Tierarztgebühren sind in die Höhe gestiegen. Das Tierheim Schlage ist auf Spenden angewiesen. Leisten auch Sie bitte Ihren Beitrag auf das eingeblendete Spendenkonto. Helfen Sie auch gerne ehrenamtlich, zum Beispiel als Gassigeher. Am 3. September gibt es in Schlage auf dem Tierheimfest die Möglichkeit, einmal hineinzuschnuppern.